klar habe ich damit ein Problem. Also ich finde es blöd, dass das auch gerade in einer Szene, die ja so von uns auch, also grundsätzlich nicht toleriert werden, dass dann auch noch in der Szene nicht toleriert wird oder dass man da nicht auf Toleranz stößt, finde ich generell blöd. Gar keine Frage. So, ne? Ich habe das, glaube ich, nur bei der Transsexualität extremer mitbekommen, dass da so Anti-Haltungen auch gegen gibt. Aber jetzt so, also in meinem Kreis nicht so extrem, also nie so extrem. Also ich bin auch aber grundsätzlich auch so jemand, der dann anti gegen diese Anti-Haltung ist und das auch ganz klar sagt. Also ich lasse mich da ja selber auch nicht in eine Schublade schulden. Ne? Also ich, wenn ich mit einem Kleid meine, auf eine Frauenparty zu gehen, dann gehe ich mit einem Kleid auf eine Frauenparty und wer da was dagegen hat, der soll mich einfach nicht angucken. Aber klar, im Leben tut man das immer wieder. Ne? Aber da ich nie ein Coming-out hatte, so gesehen, nie. Also ich glaube, ich habe mich ganz normal entwickelt. Ich habe immer irgendwie das getragen, wozu ich Lust hatte. Ich war eine Zeit lang schwarz, ich habe eine ganz, ganz lange Zeit lang ganz punkig und bunt gelebt und habe ganz, ganz viel in die Szene auch und die Richtung mitgemacht. Ich glaube, ich war auch nicht so, klar ging das bei mir auch so mit 14, 15 los, so, ne, fing da so das Interesse an, aber es hat bei mir schon länger gedauert. Also ich war nicht so typisch frühreif und ne, also ich war jetzt nie so, dass ich klar habe ich mir mal die Haare abgeschnitten, aber jetzt nicht deswegen. Also das war nee. Also negative Dinge bezüglich meiner Homosexualität außerhalb der Szene oder in der Schule habe ich relativ wenig mitbekommen. Weil, also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und ich war auch schon immer ein Mensch, der sich, was das angeht oder was grundsätzlich gewisse Haltungen oder Meinungen von mir selber anging irgendwie. Ich habe mich nach außen immer sehr, sehr, sehr sicher und sehr souverän damit also gewirkt und habe mich da auch nicht viel verunsichern lassen. Also es gab klar immer wieder Menschen, die es versucht haben, aber es gab auch immer wieder, also die Menschen, die haben es auch immer wieder nicht geschafft. Also mich da irgendwie, zumindest nach außen hin, haben sie nicht geschafft, mich da zu verletzen. Klar, es hat mit Sicherheit innerlich irgendwie mir gearbeitet und ne, klar, man möchte nicht verletzt werden, aber im Endeffekt, ich meine, man wird damit immer verletzt. Ob ich jetzt, muss jetzt erinnern oder nicht. Kann mich nicht erinnern. Also es gab mit Sicherheit mal Sticheleien. Ich weiß, dass ich meine beste Freundin hatte in der 8., 9., 10. Klasse so. Und dass wir viel Hand in Hand gelaufen sind und so, ne. Und das, klar, dann immer so, die Lesben, aber das war alles eher so belustigend gemeint. Also es war jetzt nie so extrem. Vorher auf der Schule, wo die Schule, die bei mir so extrem war, ich glaube, dass ich da noch gar nicht so weit war. Also da war für mich noch nicht klar irgendwie so, da war ich noch zu jung, also da habe ich noch gar nicht so realisiert, das geht in die Richtung. Es ging, wie gesagt, erst mit 14, 15 los, da war ich schon auf der anderen Schule. Also ich weiß, dass ich das bei anderen Menschen kennengelernt habe und ich weiß, dass ich das bei anderen Menschen immer miterlebe, dass die Probleme haben, sich in der Schule zu outen oder dass die da mehr Probleme haben, aber das sind auch immer wieder Menschen, also ich erlebe das immer wieder nur bei Menschen, die selber auch sehr unsicher sind. Also die selber damit ein Problem haben, sich zu outen, die selber für sich das nicht sicher haben und die selber für sich dieses Selbstbewusstsein gar nicht haben, zu sagen, so ich stehe zu dem, was ich wirklich bin. Und deswegen sich auch da immer wieder verunsichern lassen oder auch ärgern lassen oder wie immer wieder in Konflikte reingeraten, weil sie, glaube ich, einfach diese Ausstrahlung haben. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich das nicht hatte. Ne, oft liegt es ja gar nicht an einem selber vielleicht. Man selber will ja vielleicht, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel sich eine Mutter gegen einwenden kann, dann hat man Angst vor. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn meine Mutter mir damals diesen Druck auferlegt hätte und gesagt hätte, ich möchte nicht, dass du lesbisch bist oder du wirst irgendwie, gehörst nicht mehr zur Familie, dann hätte ich mir das, glaube ich, auch stark überlebt. Dann wäre ich aber auch ganz anders aufgewachsen. Ne? Und ich kann das verstehen, absolut. Ich muss mich da immer so ein bisschen auch reinfühlen und so, weil es für mich schwer ist, weil ich gesagt, wie gesagt, also ich habe nur Positives erlebt, ich habe ganz wenig Negatives erlebt, nicht so wie, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der quasi so aufgewachsen ist und so ein Glück hatte wie ich.
Und ich bin immer in die Schule gegangen und es gab immer Momente, wo dann irgendwann klar war, so, übrigens, es ist so. Und dann 30 Leute um mich standen und mich ausgequetscht haben und ich immer so gedacht habe, das ist doch überhaupt nicht das, weil ich immer nicht so begriffen habe, dass das an ganz vielen Menschen gar nicht so nah dran ist und dass sie das alles gar nicht so kennen. Und ich habe damit immer so ein bisschen gespielt. Ich fand das immer eigentlich ganz aufregend und fand das ganz spannend und habe das gerne gemacht. Und weil ich glaube, ich war aber auch schon immer gerne anders. Meine erste Beziehung war nur 3 Monate. Das war das erste Mal und das war vor Ela. Das war vor meiner längsten und erst wirklich richtigen Beziehung, würde ich jetzt behaupten. Ja, es war aufregend, es war natürlich, also es waren nicht unbedingt meine ersten sexuellen Erfahrungen, aber schon richtig in der Beziehung und mit allem wirklich und, ne, also so weiß ich nicht, so wie man es kennt. Und ja, es war halt aufregend und spannend und deswegen meine erste Beziehung, ohne groß nachzudenken, reingeraten. Und dann habe ich irgendwann im Bahnhof Langenbrea auf dem Schwur wieder kennengelernt. Und ich glaube, 3 Tage später habe ich mit meiner Freundin damals Schluss gemacht. Aber es nicht nur wegen ihr, also ich habe für mich schon gemerkt. Ich war 18, sie war 16. Das heißt, ich habe schon alleine gewohnt und das sind so Kriterien, die einfach für mich halt nicht funktioniert, weißt du? So, sie durfte dann nicht kommen, dann immer Stress und dann musste sie mal fragen für alles und das kannte ich halt einfach nicht mehr, ne? Also das war für mich halt so, das hat nicht funktioniert. Und ja, und dann kam Eli in mein